Meine Lieben, wir machen weiter. Beim letzten Mal haben wir ja das Ray EPA fertiggestellt an sich, was auch super war. Und bloß wir haben die falsche Chargengröße genommen. Wir brauchten groß. Aber damit konnten wir in die andere Quest aufschließen. Und diesmal habe ich jetzt schon vorgebraut. Und das machen wir dann jetzt zusammen mit der Verkostung. Ich hoffe, es ist was geworden. Also ich habe auch nur große Sachen. Ich habe es ja. Also ich habe jetzt den Topf und diese super Heizofen hier unten hingestellt. Da hat man es besser im Blick. Hier oben sieht man ja nichts. So, und dann habe ich hier unser Bier. Und ich hoffe, das ist soweit schick. Na, dann probieren wir mal, ne? Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ob das trüb sein sollte. Aber ich habe mich wirklich ans Rezept gehalten. An der doppelten Menge. Die ein bisschen abgeweicht ist. Hm. Okay. Wir werden sehen. 5% Verunreinigung. Okay. Wir haben es. Da ist es. Mit 84%. Völlig ausreichend. Super. So, dann. Fantastisch. Dann ändern wir das mal in IPA. Nein, ich weiß schon gar nicht mehr. Super IPA, Mama, super IPA, völlig wurscht. So, Tulpe. Nein, so ein schönes Bier ist das. So, Etikettenvorlage. Die könnten mal ein paar neue einspielen, würde mich freuen. Wenn wir da ein bisschen eine Auswahl hätten. Anstatt ich das komplett selber hier. So, und das ist ja nochmal die Textur. Farbverlauf. Machen wir ein bisschen grün. Oh, das ist schön. Oh, das ist hübsch. Ja. Hintergrundtextur. Oh, guckt mal mit so einem Pfeil hier durch, ja. Das kann man nehmen. So metallisch, glänzend. Ah, dass wir hier alles ändern können. Breite. Oh, das ist ja cool. Farbe schwarz, Textur. Was würde das jetzt ändern? Ach da, ja, ich sehe schon. Okay. Schaut mal, so weit haben wir noch gar nicht rumgespielt damit, ne? Was ist das hier? Das auch noch mal so ein bisschen der Rand, ne? Ja, geil, Lomatico. Ich hätte gerne aber hier die da. So. So, Biername. Ah, das passt schon. Ich mag es so dick eben halt mit der Schrift. Ne? Ah, es ist schon okay so. Nimm mal eine dicke Flasche. So, na dann senden wir mal. Mal gucken. Wir haben es geschafft. Yeah. Sorry. Ich bin gerade so happy, dass was jeder Auftrag, also jeder Job gerade echt funktioniert. Das ist total cool. Irgendwie sind wir weiter in der Season. Was schwieriger sein sollte.
Und die beiden Aufgaben, die wir jetzt gemacht hatten, wow, absolut genial. Schade, der IPU, aber egal. Ja, geschafft. Saugeil. Ach, das ist herrlich. So muss das sein. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das Spiel jetzt noch weiterspielen. Und guckt mal, wie das glänzt, das Etikett, ne? Ist das cool. Also man kann sich da wirklich echt Zeit lassen eigentlich, aber das ist too much, too much, too much. So, haben wir abgeschlossen. Wir sind mit den Jobs durch. Wartet mal ganz kurz. Was ist denn das hier? Yo, Förderer und einen neuen Krokodil. Yes, den hängen wir sofort an. Ich finde ja sowas von genial. Ah, die waren hier. Da ist er. Jo. Ein bisschen Abstand. Oder niedriger oder höher oder. Keine Ahnung. Ja. Das ist cool. Sieht cool aus. Mit Zeit ein bisschen, wenn ich ein bisschen hüstel. Aber ich glaube, ich habe mir ein bisschen Hüstel angefangen. So, warte mal ganz kurz. Super. Wir gucken mal ganz kurz wegen dem anderen Bier noch, was wir da haben. Haben wir das schon gemacht? Wir haben jetzt das Ray IPA gemacht. Und das White haben wir aber noch nicht gemacht. Die Frage ist, wollen wir das noch machen? Ich habe keine Ahnung. Also wir können es machen. Dass wir es da hätten. Also ich würde sagen, wir probieren es aus. Oder wollen wir groß machen oder mittel? Machen wir mittel, ne? Machen wir mittel. Komm, wir probieren das aus. Habe ich beim Wettbewerb schon was eingereicht? Ja, habe ich. Okay. Ich würde sagen, wir machen das noch. Oder wir gehen weiter. Ach, ich bin gerade total zwiegespalten, weil wir haben ja die Jobs geschafft. Die andere Frage ist, wenn wir das White EPA jetzt natürlich noch machen. Oh, was braucht man denn da? Alles ist ja krass. Weizenmalz, German Pilsener, Weizenflocken, Weizenmalz, helles, dunkles, brown. Oh, nicht schlecht. Dann hätten wir das White IPA im Lager bei uns. Wir gucken mal ganz kurz, was wir an Platz noch haben. Also ich glaube, da sind einige. Kann man die eigentlich auch entfernen? Wir haben ein IPA, ein Ale, ein Strong-Ale, ein Schot, ein Weizenbier, ein blondes Ale, ein Schottisch Export. Strong, IPA Englisch. Hier haben wir zweimal IPA Englisch. Nee, wo war es jetzt? Da. Da haben wir zwei. Was kann ich damit tun? Das kann ich wegschmeißen, ne? Die Frage ist, ist es das gleiche? 6. Ja, irgendwie schon, ne? Sehr schwer, extrem trüb, trüb. Ah, naja, was haben wir hier? IPA, American IPA, Black, British, Blondale. Gut, und das wäre ein White, also ein weißes. Also wir können es machen, wir müssen aber auch nicht. Also wir können auch weitergehen in der Season. Ich weiß auch gar nicht jetzt, ehrlich gesagt, wie weit wie ich das jetzt eigentlich noch mache hier mit dem Bierbrauen. Ob wir die Season komplett durchspielen oder nicht. Ich meine, ich bin schon bei über 30 Folgen angekommen. Ich meine, solange ich Zuschauer habe, die sich dafür begeistern, mache ich es gerne weiter. Also wenn wir nach der Story gehen, könnten wir jetzt eigentlich auch in die nächste Season rutschen. Aber dann verlieren wir das Rezept, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Wartet mal, wir gucken mal, ob das. Ob das drinne ist?
Es ist ein IPA. Nee, es ist nicht drinnen, ne? Doch, da ist es. Doch. Also wir könnten auch. Trotzdem darauf zugreifen. Ja, dann gehen wir in die nächste Season. Es wäre jetzt Quatsch, das zu machen. Wir gucken mal, was uns erwartet. So. Erstmal kriegen wir hier, danke, dass du den Job von Wild Whale übernommen hast. Ich habe dir diesen super seltenen Hopfen in die Finger bekommen. Dachte ich mir, der wird dir gefallen. Shinsu Ways. Na, da gefällt mir definitiv. So, neue Ausgabe. Dieses Ray IPA hat mich wirklich umgehauen, genau wie der Rest des Teams vom Brauermagazin. Bei der letzten Betriebsfeier habe ich es zu einem selbstgemachten Nudelsalat. Entschuldigung, ich habe einen Knoten in der Zunge. Einem selbstgemachten Nudelsalat serviert. Rosa rief aus: Du wärst ein wahrer Hobbybrauerheld. Sagt man das wirklich so? Und Jeff meinte, du hättest einen alten IPA-Fan wirklich glücklich gemacht. Dabei ist es gar nicht so alt. Du solltest wirklich weiter für die Wild Wire arbeiten. Es wäre ein Verbrechen, wenn du nicht gemeinsam mit ihnen ein Bier auf den Markt bringen würdest. Ich gebe zu, dass dieser Vorschlag nicht ganz uneigennützig ist. So könnte ich mir meiner Lieblingsbrauerei produzierte Biere trinken, die noch dazu von meinem Lieblingsbrauer kreiert wurden. Aha, mein Lieblingsbrauer. So. Ja, dann schauen wir mal rein. In die Jobs. Also wir haben wirklich eine White Ale gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir von den anderen Brauereien nochmal Angebote kriegen werden. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Also groß ist die Chargengröße, beides. So, dann haben wir hier die Geschmacksstandards. Malz und süßig, Hopfen, bitter haben dieselbe Stärke. Boah, echt jetzt? Das ist heftig. Die Standardgeschmack, Malz und Süßig Stärke hat die Stärke 5 oder höher. Also da müssen wir mit der Stärke arbeiten. Malz und Süßig. Malz und Süßig. Und hopfig und bitter. Und hier. Das ist groß. Der RSM liegt zwischen 10 und 20. Ah, oh, die Kapuzierung. Hier geht's wieder los. Oh, das hasse ich ja echt. Okay, aber der ist durchschnittlich. Was haben wir denn für Biere? Also wir haben Red IPA. Wie sieht's denn die Karbosierung? Hier ist die echt zu hoch. Was haben wir noch? Oh, hier haben wir einen Strong Bitter. 1,49. Das könnten wir schaffen. Ich würde sagen, wir nehmen den. Ups, wo ist er? Nein. Den Strong Bitter machen wir mal. Habe ich Bock drauf? Nein. Ein Groß bitte. So. Habe ich das jetzt in Groß? Ja, ich glaube 10 Kilo ist ziemlich groß. Okay, na dann fangen wir mal an. Puh, ich glaube, ich hatte das alles sauber gemacht soweit, ja. Gut, dann lassen wir mal hier in den kleinen Topf kurz Wasser rein. Ja. Reg dich nicht auf. Muss eh immer so voll sein, weil sonst funktioniert es nicht. So, dann brauchen wir den Bottich, weil wir müssen ja groß machen. Und den Schlauch. So, in der Zeit, wo der läuft. habt ihr nicht gesehen? Flor maltet Mars Lutra. Nee, Moment, stopp. British Perle 1013. Oh, das ist ja fürchterlich. British Perlen. 10 Kilo. Ich habe nur 8. Ach, ist das gemein. So, und dann war noch 2, 13, ja. Müssen die 13 Gramm echt sein? Jetzt war ohne Scheiß. Naja, gut. Achso, wartet mal, ich mache mal Platz. Und zack. Okay. Flor maltet Maris Lutra. 5. Flor maltis Maris Lutra. Also brauchen wir 6. Also brauchen wir 8. Pfff, fertig. Dann haben wir noch Ultrapale Kristall 2,25. Ultrapale Kristall.
kann mir das immer nicht so merken, wie die hängen. 5,25 war das, ne? Nimm auch 8 Kilo raus. Pff, fertig. Nee. War nur 2,25. Amberkristall. Amberkristall. Und 1,95. Und Schokolade. Brauchen wir 300. Chocolate. So, 500 Gramm. Ist eh immer mehr als alles andere. So, hier läuft noch das Wasser rein. Wir machen das mal anders. Ich push das mal ganz schnell. Oh, sonst dauert das ever. Der geht allerdings ziemlich schnell. Den darf man jetzt nicht anmachen. Wir müssen erstmal die Zutaten reinschmeißen. So, wir fangen an mit British Pale. Wo ist er? Achso, die müssen komplett rein. Genau, das sind 8 Kilo. Zack. So, weg damit. Und dann nochmal 2,13. 2 Kilo und 13. Müssen wir wieder vorsichtig sein. Zack, perfekt. Super. So, dann haben wir Flor. Da waren wir 5,25. Ich jetzt den richtigen gegriffen. Ja. 5 Kilo und 25 Gramm. War nicht schlecht. So. Ultra Pall ist 2,25. Ups. Ember ist 1,95. Perfekt. Und die Schokolade sind 300. Ah, verdammt. So. Hammer drin. So, und jetzt müssen wir 78 auf 79 erhitzen. Ja, das geht ziemlich schnell. Seht ihr? Jupp. Oh. So. Gut, und dann schießen wir da wie viel Liter rein? 41,25. Wer denkt sich denn so eine Zahl aus? Also jetzt mal im Ernst. Tut nicht Not, ne? 41,25. Ja, das ist total schwer abzuschätzen. So, der geht drauf. So, und jetzt müssen wir das wieder auf 65 Grad. Aber das ist geblieben, ne? Mit den 65 Grad. Eine Stunde lang. Wieso haben wir nur 66? Das ist ja unmöglich. So, jetzt haben wir 10:35 Uhr, also 10, 11:35 Uhr, Entschuldigung. Uhr. Da müssen wir echt nachgießen. Muss ich ehrlich sagen, musste ich beim letzten Bier vorhin nicht machen. Das hat so gut geklappt. Dürfen wir auch nicht zu viel machen, weil wegen der Literzahl. So 35, ja. Ja, das wird knapp, aber das. Nee, es passt noch nicht ganz. Also müssen wir noch mal einen Schuss reinhauen. Ah, stopp, 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 stopp. So, jetzt haben wir es. Passt, perfekt. Super. So. Dann Maische anschwärzen um. Ach, das kenne ich noch nicht. Was müssen wir jetzt machen? Maische anschwärzen, um 78 Fl Liter Würze herzustellen. Hä?
Anschwänzen. Also ich kann das, sonst war das immer, dass wir hier nochmal volle Liter reinhauen. Aber wartet mal. Würze haben wir da, Stammwürze, 1,1. Gibt es noch was anderes? Hä? Malzig und süß haben wir auf jeden Fall. Hopfig und bitter, malzig und süß ist auch nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, was davon will. Oh, da mal wieder was Neues entdeckt. Maische anschwänzen. Das müsste ich erst googeln. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich verstehe. Wir müssen 78, 5. Ja, hier, komm. Gib Gummi. Wir machen das so, wie wir es kennen. Weil ich sehe gerade Flüssigkeit, haben wir ja nur 55, 98 dran im Bottich. Wir brauchen aber 78, 75. Ja, wir können den hier also schon mal leer machen, weil das müssen wir eh umhopsen. Ups, ups. So. Komm, hoch mit dir. So, und jetzt machen wir das so hoch, dass wir auf 78, 75 kommen, würde ich jetzt sagen. Ja, noch 10 Liter. Dann sind wir bei 74, also noch. Sechs, sieben, acht. Jetzt haben wir 79, egal. Ich denke mir das so, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wir werden uns überraschen lassen. So, jetzt füllen wir das um. Na, wir haben jetzt 79. Ja, das passt schon, denke ich. Wir lassen uns überraschen. Und rein damit. So, jetzt kommt das wieder auf unseren Bottich. Das machen wir mal an. So, umgefüllt. Das muss auf 100. In der Zeit können wir hier raus so ein Cluster 56 Gramm. Das geht doch gar nicht. Ganz ehrlich, also das finde ich jetzt mit den Hopfen, mit den Grammzahlen, finde ich ein bisschen doof. Also, okay, Ragel und Ragel Green 112 jeweils. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Ja, 100 ist mir klar. Und dann 12, aber ich nehme 10. Also, und ja. Das ist schick so, wie es ist. Ich werde jetzt nicht noch 2 Gramm daraus popeln, geht ja gar nicht. So, dann haben wir jetzt 110. Die 2 Gramm haben wir nicht, aber ich glaube, das ist jetzt kein Beinbruch. Hatte ich vorhin auch nicht wirklich. So, jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen hochpushen. Wunderbar. So, Cluster rein. Ah, wieder 50 Minuten. So, 26, 1:26 Uhr. Perfekt. So, jetzt die Herrschaften noch mit rein. Entschuldigung. Und nochmal 10 Minuten, also 36. So, fertig. Jetzt müssen wir es auf 20 runterkühlen, ne? Wie immer. Jetzt habe ich aber noch gar keinen. Achso, wir können uns ja noch einen großen Dingsenbumsen eigentlich kaufen. Achso, haben wir noch gar nicht gemacht. Aber ich glaube, sonst dauert das echt zu lange.
Wie viel Geld haben wir denn? Du. 60, naja gut. Kann man nicht ändern, brauchen wir wirklich. Das brauchen wir wirklich. Aber sonst dauert das ewig, bis wir das gekühlt kriegen. Die Frage ist jetzt nur, kriege ich jetzt das hier her? Wir können es auch so machen. Zack. Ich jetzt falsch gemacht, ne? Ablauf, ja, Ablauf. Gucken, ob es funktioniert. Aber ich glaube nicht. Ne, würde ich nicht sagen. Wir drehen die mal um, das ist besser. So. Okay. Zulauf. Dahin. Und Ablauf. Da rein. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, ich glaube, das geht schneller. Denke ich. Gut, auf 20 wieder runter. Ich glaube, ich habe es doch wieder falsch gemacht. Ja gut, es dauert auch bestimmt, so ein Bier abzukühlen. Wir sehen die wunderschönen Kronkorken. Nun mach schon. Oh, das dauert diesmal. Das kann ich euch in der Zeit noch erzählen. Weiß nicht. Neue Projekte sind am Start. Und die typischen Aussagen mit: Ja, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Bis wir 20 Grad erreicht haben. Gleich geschafft. Irgendwie. Mal schon. Ich habe da schon wieder echt Bock missgebaut hier, ey. Ach, Mensch, nee. So, ist ja Wayne. Wir füllen das jetzt um. Das kühlt ihr noch ab. Mit den Gärbehälter rein da. Bei der anderen Spirale habe ich immer nicht oh Gott, so drauf geachtet. Das passt da gar nicht hin, ne? Krass. Das ist ein Riesenmonster. Achso, nee, das kann ja noch abkühlen. So, umgefüllt haben wir. Jetzt brauchen wir noch Hefe. 562. Echt jetzt? Albuinale. Albuinale. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. So, gut, dann füllen wir das mal ein. Also das sind 150, das zweite sind 300, dann haben wir 450 und da müssen wir noch 112 dazugeben. 112. Das ist ja, ich bin für größere Packungen zum Kaufen. 112. So. Müssen wir mal aufpassen. Haha, zu viel. Düdüm. So, 15 Tage. Das wird zu viel Alkohol.
Ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch gar nicht auf die Karbonisierung geachtet. Ich traue mich auch gar nicht zu gucken. Wir machen es mal nicht. So, jetzt kommt noch Zucker rein. Zucker, 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 Zucker. 300 Gramm. Ich sehe, wir sind schon wieder extrem über die Zeit. Aber wir machen das jetzt auch fertig. Das wäre jetzt böse, wenn ich jetzt aufhören würde, oder? So, Dextrose. Wo ist mein Fülleimer? Da ist er. So. Das geht so am schnellsten. So, das Bier ist drüben. Und wir bleiben noch mal 21 Tage. 21 Tage. Ach, ich überziehe schon wieder, ne? Na gut, wir wollen es mal nicht allzu spannend machen. Und los. Dann gucken wir mal, ob wir einen strongen Bitter hingekriegt haben. Was ich echt stark bezweifle. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So, ich beschleunige das mal so ein bisschen. Extrem trüb, okay. Das ist wichtig hier. Malzig und süß und das andere war hopfig und bitter. Oh, wie soll man denn das hinkriegen? Okay, weiter. Alkoholgehalt, warum ist das so hoch? Oh Gott, wir haben einen Strong Bitter mit 78% geschafft. Yay! Keine 100. Super. Dann bleibt es ein Strong Bitter und der Name ist Bitter in der Zeit. So, das lassen wir alles so. Wir nehmen ein schnelles, fertiges Etikett. Ah, das sieht gut aus. Das lassen wir so. Bier senden. Okay, ich habe es mal wieder extrem verkackt. Wieso ist doch groß? Das ist schwer. Ich habe doch. Nee, ne? Das war doch groß, was wir gemacht haben. Ja, das ist groß. Warum hat das nicht gegolten? Und es geht wieder los. Der Fluch. Jetzt habe ich so viele schöne geschafft und jetzt dann doch wieder nicht. Und doch, wir haben doch groß gemacht. Großes Rezept. Wie viel Liter waren denn da drin? Muss es hin? Nein. Hä? Wir haben gar keinen Platz mehr hier im Lager. Bitte in der Zeit. Was heißt neu verpacken? Das Bier, ne? Flasche holen, herausnehmen. Bier präsentieren. Neu verpacken. Ah, okay. Ah, okay. Merkwürdig. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch groß gemacht. Ihr habt es doch gesehen. Meine Lieben. Ja. Erst von ganz vielen Erfolgen in den Misserfolg zurückgekehrt. Ja, chargen groß. Haben wir gemacht. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Mag ein Bug sein, keine Ahnung, I don't know. Auf jeden Fall bin ich mir diesmal bewusst, dass wir nichts falsch gemacht haben. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich werde es nochmal machen, werde es nochmal in groß einreichen und ich hole euch dann dazu. Wie immer. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich die Serie hier noch weitermache. Mal schauen. Also im Moment, es macht mir immer noch Spaß. Solange es Spaß macht, denke ich, mache ich auch weiter. Solange ihr noch Spaß dran habt. Mache ich auch weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Bye, bye.